Jo, und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen hier zu einem neuen Tavern Brawl. Und wir haben hier zwei Dailies offen, Paladin. Also, wenn wir hier auch den Paladin entsprechend picken für das Tavern Brawl, ich brauche noch das Pack. Und wir haben diese Woche Clone Ball, The Legends of Azeroth are playing Clone Ball. Your team is Random Legends, each cloned 4 times. Go get them, Champ. Und wir wählen den Paladin. Paladin eigentlich relativ nice, vor allem wenn wir Tyrion kriegen sollten. Aber es gibt auch andere richtig coole Legendaries. Werdet ihr gleich sehen, also. Was halt auch jeden Fall richtig cool ist, man kriegt so eine Karte, die bewirkt, dass der Diener für 3 günstiger gespielt werden kann. Optimalerweise sollte man mit Coin starten. Kann man sich natürlich nicht aussuchen, aber mit Coin ist schon besser. Und wir haben ihn leider nicht. Illidan ist relativ cool. Stalag, ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall erstmal nur Illidan keepen. Ja, kriege ich aber auch direkt die gleichen Sachen zurück. Na. Ja. Das ist hier die Karte, the next legendary minion you play, and all other copies cost 3 less. Mogor der Ogre wäre auch eine Option. Aber ich sag mal, wir haben jetzt schon zweimal Illidan auf der Hand. Den können wir halt richtig gut ausspielen. So, Ned zieht natürlich schon mal eine Karte, instant, warum auch nicht. So, Offensive Play. Und er bringt mit Coin Dr. Boom, selbstverständlich. Ja, ich schließe jetzt einfach mal Low Walker Cho. Und wir machen hier noch ein paar Minions. Der Boombot geht natürlich für 4 auf Illidan. Das ist natürlich extremst luckabhängig. Ne, hab dann Dr. Boom. Hab da eigentlich schon gewonnen. Klar, hat er natürlich noch Baron Riven der. Muss ja. Sonst macht das Ganze auch keinen Sinn. Ja, und die gehen natürlich auch beide für 4. Also alle Bomben gehen bei ihm für 4 und ja, ist halt relativ verloren das Ganze. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber das ist halt auch das Ding, man startet ohne Coin. Ohne Coin ist halt relativ am Verlieren. Und er hat natürlich schon sein zweites Offensive Play, was ich noch nicht habe. Jetzt kann ich Dr. Booms auch direkt für 1 spielen. Er ist verloren, kann man direkt conceden. Springen wir einfach direkt rein ins nächste Game. Mit dem Paladin. So, Baron Riven, der ist Schrott, Nostromo ist Schrott. Eigentlich ist auch Sneezer und Shredder Schrott, aber irgendwas sollten wir vielleicht trotzdem mal keepen. Und so gesehen ist Baron Riven, der eher noch halbwegs brauchbar.
gucken. Offensiv Play, was bringt er? Er bringt erstmal noch gar nichts, das ist auch okay. Und wir sollten auf jeden Fall Sneed Soul Shredder spielen. Ja, Baron Riven, der könnte eventuell halt auch nachher noch ganz nützlich werden, wenn wir Sneed Soul Shredder dann haben. Und der dann halt proggt. So, jetzt mal schauen, was er spielt. Das ist ein 7er Minion. Ist halt die Frage, welcher jetzt zur 4 kommt. Und das ist natürlich Kel'Thuzad. Ich auch sonst. Dementsprechend macht Ragnaros eigentlich auch relativ wenig Sinn hier gerade. Es ist äußerst unwahrscheinlich jetzt, dass er bei hier alles wegtrifft. Aber ich meine, wir können es versuchen. Na, Stormwage halt viermal schon auf der Hand. Das heißt, hier könnte ich vielleicht den Maximum an Value rausholen. Aber ich kann halt nicht spielen den Turn. Sneed Soul Shredder wäre die andere Möglichkeit. Aber würde halt KT nicht geklärt kriegen. Ja, und der geht erstmal straight face. Und er hat natürlich sein zweites Offensivplay. Das ist natürlich schon wieder total witzlos. Er kriegt es und ich kriege es nicht. Und jetzt kommt wahrscheinlich erstmal wieder. Oder kommt irgendwas? Ne, kommt gar nichts. Ist okay. So, dann ist der KT weg. Optimal. KT für 0. Und er wird alles rein traden. Und er haut KT wieder. Ne, er haut ins Face. Optimal. Ragnaros weiß, was er macht. Schilmer. Optimal. Und da kommt sie wieder. Geil. Weil er noch einen Schirmer auf der Hand hatte. So, optimal. Da haben wir unser Pack im zweiten Anlauf. Er ist halt einfach komplett luckbasiert, dieses Heaven Brawl, also. Entweder habt ihr Luck, dann gewinnt ihr direkt schon im ersten Game, habt ihr Coin, habt ihr Luck und so weiter. Ne? Oder ihr habt halt Pech, no Coin und ja, verliert es halt. Oh, wir haben eine Legendary.
Und ich muss sagen, ich hatte schon sogar auf Asien ein Legendary, das war ein Tinkmaster Overspark. Ich hoffe mal hier mal was cooleres als Tinkmaster Overspark. Yeah, ein Golden Snipe. Der gefällt mir schon mal. Argent Protector. Rare Bite. Und wir kriegen nochmal Tinkmaster Overspark. Naja. Es ist Staub, okay, aber das Einzige, was hier geil ist, ist der goldene Snipe, um ehrlich zu sein. Auch wenn man den momentan nicht wirklich spielt, aber hat man halt, ne? Und naja, Tinkmaster Overspark ist echt Schrott, aber naja. Ist wenigstens ein bisschen Staub. Mal schauen, was haben wir hier in der Collection neu. Ein Byte. Haben wir zum dritten Mal. Der goldene Snipe. Wo ist er? Golden Snipe. Nummer 1. Dann haben wir hier den Argent Protector. Den haben wir natürlich auch schon. Und ansonsten haben wir hier noch. Ja, Tinkmaster Overspark, zweite Mal und den anderen haben wir aber wahrscheinlich auch doppelt, sehen wir jetzt gleich. Ne, hat man sogar noch nicht. Ja doch, hatten wir. Hier wäre es auch. Ja. Einmal alles disenchanten bis auf den goldenen Snipe. Der ist richtig cool und ansonsten hat es sich gelohnt, 430 Staub. Ja, und das war es dann auch für diese Woche mit dem Tavern Brawl an der Stelle. Und ich würde mich freuen über ja, einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Tavern Brawl oder einem meiner anderen Videos. Bis dahin, euer Marc. Habt euch wohl.